Hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Wir befinden uns in Dahngrest nach einer zünftigen Trainingssession, die ich auf Screen hier gemacht habe. Und ja, wir müssen immer noch zum Dorn gehen, und zwar zu diesen, wie ist das Ding nochmal? Mir liegt es auf der Zunge, aber ich habe es vergessen. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Ich habe offscreen so gut wie möglich alle Waffen hergestellt und gekauft und ausgerüstet und gelernt. Ich glaube, wir haben alles gelernt, was ich im Moment kann. Ja, okay. So, wie gesagt, ein paar neue Waffen, all diese Sachen, die ihr seht, haben wir alles gelernt. Habe ich entweder hergestellt oder gekauft. Und ja, hat wieder so 5 Stunden gedauert. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie war das jetzt, es kam mir nicht so lange vor. Und ja, ich habe in diesen einen Turm trainiert, wo wir auch Flynn in der Truppe hatten für kurze Zeit. Und ja, da konnte man sich schön automatisch hochheilen, weil da so ein Heilspeicherpunkt war. Und die Gegner da waren auch nicht so stark. Also konnte ich mich da ein bisschen austoben und nicht überleveln. Also ich habe nur ein Level, glaube ich, höher mit jedem Charakter. Und ja, LP bekommt man so oder so. Also ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Die sollte ich vielleicht jedes Mal machen, wenn ich irgendwie offscreen farmen kann oder so, wenn ich da zurückgehen kann. Und ja, ein paar Sachen haben die Charaktere gelernt, aber nur ein paar, so 4-5 Sachen oder so. Estelle hat mit Dispersion 50 mal Barriere eingesetzt. Wo ist it da? Barriere. Und eine Barriere hat sich in Variable Sex verwandelt. Nachdem wir 50 mal eingesetzt haben, haben wir Variable Sex bekommen. So, gleich mit Widerstand. Widerstand 50 mal durch Dispersion. Was? Beides durch Dispersion? Hm. Ich könnte schwören, eins davon war große Sinnflut. Aber steht auch Dispersion. Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Feuer. Aber beides durch Dispersion, okay. Das kann irgendwie nicht sein, glaube ich. Aber wenn es da steht, dann muss ja wohl stimmen, ne? Das bedeutet, mit großer Sinnflut muss immer noch irgendwas übrig sein, weil den Skelett auch irgendwo hier, wenn das Aula Art, ne? Ja. Aber ich habe noch nichts damit gelernt anscheinend, okay? Keine Ahnung. Juri hat auf Level 41 gelernt. Brutaler Zahn hier. Na, mit der Faust, ja, das ist einfach so eine witzige Attacke. Der prügelt einfach nur den Gegner damit in die Fräse. Repeat hat auf Level 41 Höllenhund gelernt. Hier, schleudere ihn in der Luft ein Gegner, ein Feuerball entgegen, also auch witzig anzusehen. Durch Sturmbö hat er nach 100 Benutzungen von Schattenzahnbuße, wo sind hier Schattenzahnbogen erlernt. Und Rita hat auf Level 41 Höllenpein gelernt. Wo sind hier? Oh, das ist eine super starke Art Profizauber. Ja, auch nicht schlecht. So, das war alles. Oder? Ja, lass mich mal gucken, dass mich nicht in irgendein Gegner aus Versehen reinrennen. Und ja, wir gehen jetzt mal, geh weg. Wir gehen jetzt mal zurück zu diesen Häuschen. Ich habe den Namen vergessen, deswegen ja, weil ich Gruft der Verlierer oder Versager oder irgendwie so was Ähnliches war das. Gruppe der Superluschen, was weiß ich. Ja, wir sind gewappnet, wir haben, weiß ich nicht, alle Fertigkeiten gelernt wieder. Also wir können uns hier austoben, und ja, eigentlich will ich mich nicht austoben, weil Camp fertig genug. Ich speichere mal hier vorne, weil man weiß ja nie. So, 6 Stunden, ja, sieht man wieder, ne? Ich hab's voll drauf, aber egal. Das Spiel ist trotzdem so oder so noch nicht so schwer oder so leicht, also weiß nicht. Es wird nicht eins meiner schwierigsten Tales of Spiele, die ich spiele. Die Story ist aber mich mehr interessiert in dem Spiel. So, der Gegner, ja, ne? Gute Frage. Ich habe da links irgendwas gesehen. Deswegen komm mal her. So, weiter geht's. Komm mal, lernen wir noch irgendwas hier. Da ist der eine Angriff. Ich weiß nicht, wo der eine Angriff ist. Ich
heute nicht. Das kannte Einsatz hat man, ne? Hier lang, ja. Ballert euch richtig, egal. Ja, machen wir Gegner platt. Warte mal, ich sollte mal. Haben wir schon, okay. Den aber nicht. Stimmt, wir haben ja gegen ein paar gekämpft, als wir eingegangen sind schon. Uns reinschleichen wollten. L39, okay. Vielleicht war nicht so schlecht, dass ich ein bisschen trainiert habe. Was mit denen? 37. Ja, okay, vielleicht war eine kleine Trainingssession doch nicht so dämlich. Weg. Ja, guck ich mal an, wie viel Schaden die ja machen, hallo. Ich meine, Raven an der schon gleich tot. Da ist der andere. Boah. Warum seid ihr immer noch am Leben, Alter? Wie viel halten ihr aus? Ah, normal. Irgendwie hat jetzt auch eine Fähigkeit, mit der man irgendwie, wenn man einen bestimmten Knopf drückt, man auswählen kann, welche Form man ist. Hat aber ja. Wie so viele Fertigkeiten habe ich die wahrscheinlich nicht ausgerüstet, weil ich habe als allgemein Problem, ich habe so viele Fertigkeiten, weil ich alles lerne, weil ich bisher gefunden habe, und ja, ich habe einfach nicht genug Punkte, um die alle Sachen hier auszurüsten. Das ist furchtbar. Boink. Alter, wie lange kommen wir schon auf die rein, ey? Ey, wie lange wir schon auf die draufhauen und die sind immer noch am Leben, ey. Boom. Komm her. Ich bin da noch voll im Kreis, damit ich hier nicht mit meiner Knarre treffe. Warte mal, habe ich immer noch... Ich glaube, ich habe immer noch... Nö, ich hab genießen. Okay. Stimmt, ich habe das alles noch umgestellt, bevor ich fertig war. Ich habe die nächste Aufnahme vorzubereiten, welche jetzt ist. So, Gott verdammt, das war voll, hat voll lange gedauert und war voll schwierig. So, ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Nee. Bitte nicht, das hat so lange gedauert. Ja, wir haben schon 8 Minuten. Lang hat der Kampf gedauert. Mal gucken, ob auf der rechten Seite noch was ist. Nö, okay, gehen wir rein. Jeder ist kein Speicherpunkt oder ein Halbspeicherpunkt oder irgendwie sowas. Kommt da eine Katze. Oh nee. リヴァイアさんの爪は手を出さないって言ってなかったっけ?仕掛けたのはどんな方よ?なんだと?それじゃじいさんやっぱり。何しに来やがった、バカ野郎!若いのまで連れて来やがって!エクセレントの演出、感謝感激。ヘルトゥーユー。一体どういうことなのよ?邪魔なんだよ! Oh Gott, noch mal so ein endlanger Kampf, ne? Aber hier von euch ist dann am nervigsten. Oh, Normalform, ehrlich. Das denke ich jetzt mal nicht. Was soll das denn? Wollt ihr mich gerade treffen? Boom. Also was hier? Oh, ich habe keine TP, wird mich. Und ich habe voll den Schmerz hier auf den herabregeln lassen. Habe ich keine TP, das gibt's jetzt nicht. Raven ist gleich tot. So kreisch gerückt, Mann. Also. Einfach zurück. Oh, so TP sind schon wieder voll im Eimer. Geh weg.
Oh. In den Rücken geschossen. Ja, da meinst du mal wieder, du bist voll überlevelt, ne? Was mit den ganzen Fähigkeiten hier voll die Oberhand, ne? Was dir schon Sorgen hat, das Spiel zu einfach wird und dann kommt so was. Mein Gott. Halten aber auch viel aus. Meine Charaktere echt so schwach. Die haben mal irgendwie die stärksten Rüstungen und Waffen, also was ausgerüstet sind. Wir kriegen ja voll auf die Friese. Oh, guck mal. Wie lange ich an denen hier schon am bearbeiten bin, ey. Hab ich noch all denen? Ich meine, ich habe mich genau vorbereitet auf die Aufnahmen. Komm her. Sagen, Patty macht jetzt auch nicht so wenig Schaden, also oh. Immer dieser Sternchen Regenbogenstern crazy Rainbow Star. Ich nehme an, der macht am meisten Schaden, ne? Jetzt hier noch ein Bosskampf kommt danach. Ich habe das Gefühl, wir müssen gegen die beiden Mädels hier direkt danach kämpfen oder so. Oder gegen den hier Abdol-Typen. Den seinen Namen vergessen. Jäger, glaube ich, ne? Ja, einfach nur Abdol, aber der auch. Auf Jojo wegen halt Dings, ja. Yes, I am. Dadurch ist den sein Charakter definiert. Ist er verrückt? Ist er nicht irgendwie Level 60 oder so? Ich habe den mir letztens mal im Monsterbuch nochmal angeguckt. Okay, die auch noch gut. Oder auch nicht. Doch. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. Okay, das war... Oh Gott. Was? Okay, ich konnte die Truhen sogar untersuchen. Aber weißt du was hier? Zitronengummi, das ist KP, ja, toll, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Raven hat so viel HP, weil nur Mädels in der Gruppe sind und er hat diese Fähigkeit, dass seine Werte erhöht sind, wenn je mehr Mädels in der Gruppe sind. Gotenrüstung habe ich schon gekauft, glaube ich. Ja. Ich hasse, wenn Spiele so was machen. So, Gott, ist das hier nur groß. Ich nehme an, der ist oben irgendwo, naja, also gehe ich nicht nach oben lang. Ich dachte erst, ich kann ihn ansprechen. Hallo, Gegner, hallo. So, Grim Guardian, ich glaube, das habe ich auch schon, ne? Bin mir aber nicht sicher. Ja. Ja, da habe ich dann eben doppelt für das nächste Mal. Nehme ich das für irgendwas für Ballamus, Hauptsitz der Klau der Leviathan. ナニタクラネガンだあいつら。決まってるじゃない。悪だ組よ。巻き込まれる前にちゃっちゃと用事済ませて帰った方がいいです。いいじゃないのお嬢ちゃん。ゆっくりと見学していきましょう。来たついでに悪だ組を暴いて食って算段だな。よよ。自宅にいる気分で落ち着いちゃってね。その発想はなかったわ。あんたね。ぐずぐずしてる暇はね。 Okay. Oh mein Gott, ein Raum ohne einen Gegner. Geil. Orangengummi. Nein. Ich hoffe, der heilige Trank hält noch ein bisschen. Scheint immer sehr viel schneller abzulaufen, als ich das denke. Ei. Gott. Verdammt. Hör auf, mir immer solche Dinge jetzt geben. Braucht gar keine Heilung. Ich stelle mir nur immer so vor, die sehen mich, machen trotzdem nichts.
Aber in ihr Haischwanz, das habe ich glaube ich noch nicht. Sei mal Hallöchen, Zauberkombo. Hat sie überhaupt Profi-Zauber? Ab und zu werden TP hergestellt, wenn man zu Boden geschlagen wird. Ist aber schwächer als was ich jetzt habe. Aber was soll's, Dreck. Noch heiliger Trank ist abgelaufen. Hi. Gut. Ich bin schon zu weit weg. Die kriegen mich nie. So, perfekt. Hier geht's nirgendwo nach oben. Das ist so, weil ich nicht, was mir so Panik gemacht habe. Wenn es hier irgendwie so einen Weg nach oben geht, dann hätte ich vielleicht die Treppe hochgehen müssen. Vorher. Ich bin mich hier mal in Ruhe umschauen, wenn du nichts dagegen hast. Ne? Kann ich jetzt mal den Schwertern da mitnehmen? Heiliger Trank, auch perfekt. Alles klar, danke. Bumm. Manchmal tut einfach gar nichts. Ja, was soll das? Soldat. Sind doch eindeutig getroffen. Na, dann gehen wir mal nach oben. So groß kann das Haus ja nicht sein, ne? Oh, Speicherpunkt. Oh, ein Gegner. Mal prüfen. Gotenschutz, das habe ich auch schon. Dreck. Wo so eine Gotenrüstung ist eigentlich nicht schlecht, dass ich jetzt noch eine bekommen habe, weil wir haben Carol nicht im Team. Er kann die bestimmt auch tragen. Ein neuer Stab für Estelle. Ist es denn die Möglichkeit? Sie hat mal endlich eine neue Waffe hier. Ändert eine Art auch schon wieder. Es gibt noch mehr von diesen Sachen. Magischer Angriff 666. Boah, jetzt muss ich schon wieder mit ihr herausfinden, was hier die Dingens ist. Die veränderte Art. Wieder eigentlich, es gibt schon genug von diesen veränderten Art Dingern. Nee, da muss ich schon wieder offscreen hier das mögliche ausprobieren und so. Magische Sauge, ja, kein Ding. Da geht's weiter. Es kann ich nur so was gefunden gegen entweder diese beiden Mädels oder Jäger. Ne? Auf der Unterseite des Bretts sind Worte eingeritzt. Man kann sie gerade so lesen. Warum müssen wir Kapuzen und Mäntel tragen, während Gouch und Droid kurze Röcke haben? Wir werden so verschwitzt und heiß, unsere Schutzbrillen beschlagen. Oh, grausame Welt. Was? Gouch und Droid. So heißen die beiden Mädels, ne? Mit kurzen Röckchen. Also weiß ich nicht. Da kann auf so viele Leute zutreffen, ne? Besonders in Animes. Nein, wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ist der jetzt noch nicht mal in der Gruppe? Einer von euch neu, Plomfer. Und ein bisschen Geld. Wie schnell Patty aus dem Screen rausgerannt ist. Boah, ich habe Geld. So. Mein heiliger Trank ist abgelaufen, deswegen. Hi. Wenn man danach, wenn man darüber nachdenkt, die Gegner dauern viel zu lange zu bekämpfen. Ich glaube, er sieht mich. Deswegen lasse ich dann mal Kaminaxt. Ich kann leider nicht sehen. Ich glaube, die haben aber auch schon. Oder? Nö. Okay. Ich bin aber für Carol. Für Carol. Wenn er wieder in unserer Truppe ist. Muss ich mal annehmen, ist irgendwann der Fall. Nee, nee, der kommt nie wieder in unsere Truppe. Nie. So, Limit Trank. Aber jetzt aber jemand voll was gegeben. Mal Bier pullen. Ist bestimmt nur Tee, ne? Ist aber nicht, wie viel an ist das Spiel? 12. Sehe ich gerade nur so auf dem Cover, das hier so vor mir liegt. Steinschlitzer. Ich muss mal aufpassen, wenn ich irgendwie. Ja, da habe ich übrigens auch noch nicht. Haben wir mal Kamin Phönix. Dreher. Möglich auch beim Sprinten sich sofort umzudrehen. Hä? Ich
nehme an, weil ich es mir noch nie aufgefallen, gibt es irgendwie so eine kurze Animation, wenn die sich umdrehen wollen. Anscheinend schon, ne? Die geht dann damit weg, ne? So, du stehst genau. Ich muss immer aufpassen, ich darf nicht zu nah an die herumkuscheln, weil die dann, weiß ich nicht, trotzdem Kampf auslösen. Und da kommen unsere Bosse. Der hat echt Vampirzähne. Was ist das denn für ein Spruch? Ich mach die ganze Welt viel netter. Naja, was das angeht. Ach man, krieg einen Bosskampf. Erkennt er sie wieder direkt? Den wir aus Versehen getötet haben. So, ka. Sewa kaketa yo da na. Konna sugata ni nari agatte. Kuba blauer Himmelskristall übergeben. Sono apatia tte ittai nan nano? Koitsu wa na. Ja, war ja klar. Hanashiteru hima wa nee ka. Sumane ga jako no aite wa magaseru. Sieh mal einfach eine Animation, wie wir aus dem Fenster springen. Okay, noch ein Kampf gegen irgendwelche random Leute. Ja, irgendwie schon schwer genug, ist das irgendein Grund? Na, siehst du es, siehst du es, siehst du es, siehst du es, boom. Das war jetzt aber. Komm mal her. Ich muss schon sagen, wenn das jetzt jemand abbricht, ne? Aber ich habe vergessen zu drücken, ich Idiot. Ich glaube, ich da noch irgendwas drücken können. Warte, komm mal her.
Boah, jetzt fliegen sie schon wieder weg. Jetzt muss ich mal warten, bis sie aufstehen. Ich habe Geschickform. Ah, warum kann ich damit nicht unendlich Angriff machen? Jetzt ist mir das eingefallen, dass ich überhaupt von beiden schießen kann. Während es sagt, Nachtigall. Okay, cool. Und was war denn jetzt? Weg von irgendeinem Zauber, ne? Schmelziger Krankenschwester. Oh Gott. Ja, okay, Krankenschwester sitzt ja oft ein. Also, ich meine, Nachtigall ist eine stärkere Version davon. Jemand, sie braucht da wieder nur 5 Mal einsetzen, weil das ist irgendwie so. War schon wieder geschickt von? War noch geschickt von. So, besser. Keine Ahnung, Magie irgendwie. Dauert irgendwie nicht so lange. Weil man kann einfach nur überall mit einsetzen, dann kann man einfach sofort zaubern, das ist nicht schlecht. Ja. Und die muss man nur 5 Mal einsetzen, damit man die veränderte Art irgendwie lernt. Kann jemand heilen hier? Raven ist gleich tot. Wo ist er? Nachtigall. Jawohl. Da kann ich schon mal wieder denken, dass ich diesen Angriff so 50 Mal einsetzen muss. Oh ja. So, diesmal habe ich das. Regenbogenstern, wunderbarer Regenbogenstern. Oh, oh, oh. Sehr gut. Nicht gut, wenn das mal funktioniert. Auch wenn es nur sehr selten ist. Ich bin immer 2 Gegner. Oh, ja. Weiß ich nicht, dass diese Kämpfe so lange dauern. Tor. Ach, er hat noch so viel AP. 18.000. Okay, komm mal her. Halt mal an, danke. Er hat sich voll gemacht irgendwie. Dieses Spiel hat so viele nervige Funktionen. Du musst warten, bis die Gegner wieder aufstehen, damit du irgendwie vernünftig Schaden machen kannst. Die rennen die ganze Zeit weg, ey. Also das Spiel macht es eigentlich einfach. Das muss nur 12 LP, so viel kriege ich irgendwie im Turm. Das ist höchste Zeit. Jetzt springen wir alle aus dem Fenster. Boah. Gut, wo sind sie hin? Domo Iana Kanjita. Oretachimo Dangresto ni Modorzo. Da geht es jetzt wahrscheinlich schon wieder voll ab, ne? Aus dem Gesicht geschnitten. Uchiko, Eifrido no Ikiutsushi. Zuibun, Image to Chikou no ja. So des ne. Dom mitai ni Hakuryoku no aru hito da to omotte mashita. Konnan shite kita no ja. Ja, aber wegen dem Plot geht das nicht, Mann. Aus dem Gesicht geschnitten. Das hat Eifried ist voll putzig in dem Spiel. Das stelle ich mir irgendwie sehr schlecht vor, wenn ich noch Spoiler selbst auf Berseria. Ja, man den ja mal zu Gesicht bekommen, das sah aus wie ein voller Knochen. Und so sieht Patty halt nicht aus, also. Die sieht aus wie so ein kleines Zimtröllchen, also. Komm, ich gehe allen aus dem Weg. Obwohl, wäre eigentlich nicht schlecht, hier gegen ein paar zu kämpfen. LP-mäßig und so. Ich hoffe jetzt nicht, da kommen jetzt noch so lange Cutscenes, weil ich will eigentlich nicht so viele, so lange Parts heute aufnehmen. Ich wollte einfach nur heute ein Part aufnehmen, damit ich für morgen einen hab. Wird nicht einen Tag Pause gemacht werden muss oder so. Ich werde mit dem Spiel auch mal irgendwann fertig werden. Schon wieder neue Sachen für die Zukunft geplant, hallo?
welche nicht so lange dauern bis dauern müssten wie das hier. Hi Carol. Alle sind tot. ドンは間に合ったよね。けどやっぱりか。やっぱりってどういうことです。じいさん、最初から死ぬつもりだったのよ。なんでよ。わけわかんないんだけど。けじめかも。ハリーが先走って、結果ベリウスが死んだ。ノードポリカのドゥーチェの命だ。 Eigentlich ist sie wegen uns gestorben, aber okay, ein Anführer für den anderen. Gutes Haus der Verruchten, so ist das genau. Ja, dann hätte er auch, dann hätte er auch direkt noch da durchziehen können, um den zu erledigen. だがこれ以上どっちも辛抱できない。一触即発ってやつ。このままだとユニオンとパレストラーレの全面戦争になっちまう。他の方法を探してる時間はもうないってことなのかな。俺もじいさんところ行ってくる。 Okay, erst einmal. Carol, ich glaube, Carol hat sich uns gar nicht angeschlossen. Okay, ich kann mich noch nicht mal. Willst du mich? Warum nicht? Ja, dann mache ich auch weiter. Stell mich jetzt noch so weit nicht auf 10 Minuten ein, hoffentlich. So unter 40 Minuten noch. Bleiben und hier ist schon wieder irgendwas los. Schickarina, wo ist es? Wo ist es denn da? Demo, Bokunante, ich tue dich ja nicht mehr. Dottra, Toskete, Morevei. So notamini, Nakamanga, in der Ru. Du. Nakama, Mamotte, Mina. So was ich ja kota hätte, Kurirsa. Du. Ups. Du hast ja nichts zu sagen. Daniel hat schon weggedrückt. Okay. おじょ、町の酒場の倉庫から地下に降りてみろ。あ、そこにアイフリードの名前が彫り込まれた壁がある。おめえも奴の孫なら、奴がどんなことに関わってどう生きたか、片鱗を見ておくのも悪くねえだろう。 お宅の可愛い孫には随分世話になった。すまねえことをした。あのバカ孫も歴史としたユニオンの一員だ。部下が犯した失態の責任は頭が取る。それがギルドの掟だ。ベリウスの仇、俺の首で許してくれや。どう、バカよ、ギルド。 どいつもこいつもバカばっか。すまんが、誰か解釈頼む。俺がやろう。 そんな役回りだな。お互い様だ。ちげえねえ。
Yuri, おめえの先を見てみたかったかな? これは先に地獄で休んでるとするぜ。 あんたが行くのが地獄なら、 俺はあんたのところには行けそうにないわ。 おめえの減らず口忘れねえぞ。 俺もあんたの覚悟忘れないぜ。 ドン。 ドン! 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 てめえら! これからはてめえの足で歩け! てめえらの時代を開くんだ! いいな! Okay. Dann war krass. マチの皆も落ち着いてきたようです。この世の終わり見たく沈み込んでるけど、カロルもドンが亡くなったことで随分落ち込んでいます。おっさんはいろいろ連れ回されてるみたい。一応アルトスクの一員だし。そっか。 Sind jetzt eigentlich nur drei übrig, ne? Okay, müssen wir nicht reingehen, gut. ギルドにとって掟はそこまでのもんなのね。ギルドの掟に生きることへの誇り、負うべき責任。ドンは見せつけていきやがった。文字通り。 命をかけて、責任選んだ道。俺もけじめをつけなきゃな。まずは俺たちのギルド、ブレイブベスペリアか。Geht einfach durch Rita durch。どこへ？散歩だよ。Leute töten und so。カロル。 Ah ja, das auch. Der Tod ist Don. Irgendwie habe ich nicht verstanden. Er hat sich da selbst ein Messer reingerammt. Dann hat Yuri trotzdem noch mal irgendwie weil in den Kopf abgehackt oder so. Was ist da eigentlich passiert? Man hat noch mal also Harikiri oder irgendwie sowas, wenn man sich selber mit einem Messer oder ein Schwert so. Ich hätte gedacht, der hat das gemacht und dann kommt auf einmal Yuri und haut den auch noch in den Kopf ab. Ist ja nicht ein bisschen Overkill? Ja, Gefängnis, ja, lass mal da reingehen. Mal umschauen, wir waren schon lange nicht mehr hier. Vielleicht ist er hier was. Hi. Hier kommst du nicht weiter. Ich gehe trotzdem weiter. Was machst du jetzt? Ich mache sogar die Türen auf. Was machst du jetzt? Halt die Klappe und lass mich hier zufrieden. Die Türen aufgerissen. Darfst du wieder zumachen, ja? Hast du auch, wenn du so mit mir redest, ja? Boah. Wenn ich die Pomatreine. Okay. Du hast ja in den Kessel geguckt. Du wirst ganz rot im Gesicht. Oh, Kesselschatten. Schau mich doch nicht so an. Gut. Ich will trotzdem irgendwie noch mal in den Abwasserkanal reingehen. Vielleicht gibt es ja dann eine Szene oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Bei solchen Sachen bin ich immer ein bisschen paranoid. Da, wo ist jetzt Carol überhaupt? Jetzt einfach mal jedes Haus hier und so ab, ne? Oh. Konnte ich da schon immer rein? Oder ist ein Heildingen? Was ist das hier? Oder ist sogar hier der Abwasserkanal? Ja, ist das so eine gute Idee? Weißt du was? Gehen wir mal hier rein. Vielleicht ist Pet ja echt hier. Ist wahrscheinlich voll die Zeitverschwendung, aber ich würde dann sagen, wir machen heute ein Ende des Parts, wenn wir irgendwie, weiß nicht, haben jetzt schon was 40 Minuten so ungefähr, aber ich jetzt wüsste, wo ich noch mal hin muss, ne?
da ganz unten anzukommen. Ich habe es geschafft, irgendwie im Kreis zu laufen. Ja, ich gehe jetzt einfach noch mal hier durch. Patty soll ja irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es ja echt eine Cutscene oder so, die ich nur verpassen kann. Bevor ich irgendwas verpasse, tue ich doch mal ein paar Minuten von eurer Zeit verschwenden. Oh Gott, du bist so fett und lässt mich nicht durch. Mich auf den Arm nehmen. Ich hoffe, ich muss nicht da hinten lang. Na, geht's runter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ich hoffe wirklich, Patty ist hier irgendwo. Sonst laufe ich den ganzen Weg umsonst. Nächstes Mal sehen wir uns dann, weiß ich nicht, an diesem Heilspeicherpunkt dann wieder. Ja, das sieht schon mal richtig aus. Hatte ich da hinten schon die Wand? Nee, ne? Bin ich hier richtig? Du fettes Stück, war. Das gibt's jetzt nicht. Hey, weil der mir jetzt den Weg versperrt, komme ich da nicht durch. Ich komme immer noch nicht dadurch, boah. Dieses fette Stück. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Ah, muss ich jetzt extra hier noch die Dinger absuchen? Ja, bevor jetzt hier wieder so einer auftaucht. Jetzt auch keinen Bock, die zu erledigen, weil Yuri ist schon hier voll hochgelevelt. Wir brauchen nicht noch mehr Level. Gott. So. Ei, ei, ei. Ich hoffe wirklich, Patty ist ja auch irgendwo, weil sonst regt mich dann so ein ganz kleines bisschen auf. So gefühlt, ich laufe voll im Kreis. So. Was? Okay, keine Ahnung. Oh. Ja, was soll dann haben wir eben, weil wir nicht Szene verpasst oder so, was weiß ich. Jetzt nicht nochmal da rein, das ist mir zu nervig. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Außer Carol tut jetzt hier irgendwo noch auftauchen. Wenn mir jetzt ein bisschen zu dämlich wäre, ich gehe jetzt mal dazu in einen Heilspeicherpunkt nochmal. Und zur Sicherheit und dann beende ich den Part hier. Haben wir genug getan für diesen Part. In der nächsten Folge gucken wir mal weiter, was hier so weiter abgeht. Sind wir schon wieder ein bisschen ziellos, glaube ich, ne? Wir wollen Judith, glaube ich, finden, ne? Die ist irgendwie an Mount irgendwie sowas. Und ja, muss ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.